Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu deiner Abendbotschaft und dem Tagesorakel für den folgenden Tag. Ja, es gibt eine kleine Erneuerung in dem Tagesorakel. Es kommt jetzt immer für dich um 17 Uhr online mit der Botschaft für den Abend und die Prognose für den kommenden Tag. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei bist. Ich bin Malkiel und wir schauen zuallererst mal nach, was uns heute Abend noch erwartet, was deine Abendbotschaft sozusagen heute sein soll. Und da schauen wir rein. Tiefer Frieden, ich spüre, wie mich ein unendlicher Friede erfüllt. Also es wird ein ganz geruhsamer, sehr schöner Abend werden. Und das, finde ich, ist schon mal eine ganz tolle Energie. Also wirklich vielleicht auch mal so ein bisschen was Entspannendes machen oder ähnliches. Einfach mal ein bisschen ausruhen, zur inneren Ruhe sozusagen kommen. Und hier greifen auch wirklich Veränderungen in der Liebe heute, denn es kommt von ihm, er kommt hier zurück, er kommt auf dich zu. Es gibt hier wieder eine Annäherung und vor allen Dingen ist er jetzt bereit, heute Abend schon in sein Gefühl zu gehen. Ja, dann schauen wir hinein, was bringt der Tag morgen, der Donnerstag? Ja, da sind wir nochmal gespannt und wir schauen rein, was hier die Karten uns verraten. Voilà. Oh, die Wurzeln der Fülle. Es wird ein Tag, an dem wir Wurzeln schlagen können, der wirklich uns erfüllt mit innerem, mit äußerem Reichtum. Und ja, was hält der Tag bereit? Für die einzelnen Elemente, dem bleiben wir uns natürlich treu. Und wir schauen hinein. Für das Element Feuer wird es eine spirituelle Veränderung geben. Es können auch Jenseitskontakte möglich sein oder Zeichen aus dem Jenseits. Achte heute, wenn du zu den Sternzeichen Widder, Löwe und Schütze gehörst, ganz genau darauf, welche Zeichen dir heute begegnen. Für die Erdzeichen, da wird es knisternd und rund, der Schutzengel dabei, ein ganz beschützter Tag für dich. Also die Stiere, Jungfrauen und Steinböcke können durchatmen mit der Lilie, Anziehungskraft und Heilung dabei und natürlich vielleicht auch ein bisschen Sexualität. Währenddessen die Luftzeichen, Zwillinge, Waage und Wassermann nicht ganz so energetisch in den Tag starten. Achtung, bitte, ihr habt die Maus dabei, nichts verlieren, aufpasst, dass nichts gestohlen wird oder ähnliches. Und es werden Entscheidungen kommen über den Tag. Für die Wasserzeichen ein magischer Moment mit einer ganz stabilen Entwicklung über den Tag wird es geben. Also hier kannst du dir sicher sein, es geht absolut voran. Und das sind die Zeichen Krebs, Skorpion und Fische. Achte auch du bitte auf deinen magischen Moment.